Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir unseren ersten Secret Boss hier abgeschlossen und haben King Frost, den Herrscher über scheinbar Feuer und Eis, besiegt, weil er uns mit seinen blöden Eisattacken und seinen blöden Feuerattacken, mit seinen blöden Feuerabsorptionsattacken ziemlich auf die Nerven gegangen sind. Nichtsdestotrotz haben wir ihn irgendwie bezwungen und ja, nun schauen wir mal, wer als nächstes hier auf uns lauert. Unser Ziel ist es aktuell, jetzt muss ich mal schauen, wo wir eigentlich lang müssen. Keine Ahnung. Unser Ziel ist es jetzt erstmal hier den nächsten Bossfight anzugehen und dafür brauchen wir den roten Schlüssel, der sich irgendwo hier in der Kanalisation befindet. Ach, die gute Kanalisation, wie ich sie vermisst habe. Wie ich sie so sehr nicht vermisst habe. Obwohl, was gab's hier? Ach ja, stimmt. Ja, wir haben hier gegen Looper gekämpft. Ja, das ist ziemlich echt traurig, ja. Ich fand immer noch sehr schade, dass Sarah mit ihrem Song ihm nicht helfen konnte, was ich echt ziemlich unverständlich fand, man. Eben konnte sie helfen, außer hier dem armen Looper. Klar, ich auch nicht, weil ich weiß schon hier, der Hunger hat ihn zu sehr verzehrt, aber ich fand das trotzdem ein bisschen schade einfach, weil ich meine, das war ein sehr guter Kerl, Mann, und dann ist er einfach hier gestorben. Ja, durch unsere Hände dann sogar noch. Und ich habe Chakra Walk nicht an, Mann. Ich wundere mich schon gerade, Mann. So, Chakra Walk. Wo haben wir das hier? Start, Rufe deinen Agidan, mach mal Agidan weg. So. Dann bei dir auch Chakra Walk unbedingt drauf. Wo haben wir den coolen Chakra Walk? Ey Leute, ich sage immer noch die beste Fähigkeit im Spiel. Man braucht ja eigentlich keine bessere Fähigkeit als Chakra Walk. Ich meine, da gibt es ja noch irgendwie eine andere. Die heißt dann Mana Gain oder sowas. Haben wir schon öfters gesehen. Aber ich brauche die wirklich nicht. Ich meine, der Chakra Walk, der lädt so schnell auf. Also da kann man sich eigentlich wirklich nicht beschweren. So, und dann bei dir auch nochmal Chakra Walk. Bei der guten Chilla hier. Ich hoffe immer noch, irgendwann wir erfahren, wo sie diese Narbe her hat. Fällt mir nur gerade auf, Mann. Die hat immer diese Narbe und ich habe mich schon immer gefragt, wieso hat sie da so eine Narbe hier in der Mitte des Gesichtes, Mann. Ich hoffe, das erfahren wir irgendwann mal. Gut. Laufen wir weiter. Wir müssen uns, wie gesagt, den roten Schlüssel erstmal holen. Wir könnten uns auch ausnahmsweise mal wieder hochheilen. Das machen wir eigentlich auch nicht so oft. So. Restore. Ich habe nichts gesehen. Ich habe was gesehen, aber X-Smashen. So, da la. Und genau hier lang müssen wir gehen, irgendwie in diese Richtung, frag mich nicht genau wohin, aber wir werden den Weg schon finden, wir werden den Weg schon finden. So, spannende Kämpfe gibt es übrigens in diesem Dungeon, wollte ich nur mal angemerkt haben. Oh, jetzt kommt wieder der große Heat, wenn ich bitten darf. Geh mir ja gar nicht auf die Senkel, Mann hier. Das Problem ist, ich bin halt wirklich einfach zu geizig, um mir hier Items zu kaufen, dass ich hier weniger Random Encounters habe. So, da meine gelbe Wand. Die können wir wegmachen. Wir haben den gelben Schlüssel ja schon. Wir haben aber immer noch nicht den blauen Schlüssel, Mann. So. Dann halten wir uns einen coolen Ring dagegen. Und vernichten die gelbe Wand. So. Dann haben wir da schon wieder so einen Asura hier. Und dann müssen wir hier wieder, so wie es aussieht, durch so ein hässliches Wasserrätsel. Ach, Leute, Mann. Wasserrätsel in Videospielen, Mann. Und der Wasserlevel in Videospielen, Mann. Kommt direkt nach ganz vielen Random Encounters, ohne Save Point und ohne alles, Mann. Also im Endeffekt Shin Megami Tensei. So, wie es aussieht, sind die Gegner wenn hier nicht stärker. Ja, wir hätten uns den ja eigentlich auch schon vor langer Zeit holen können. Ach komm, muss der jetzt jedes Mal kommen? So, keinen Bock, Mann. Ich will doch einfach nur hier den roten Schlüssel haben, dann bin ich sofort weg, mein Freund hier. Okay, dann lasse ich wieder deine coolen Kaulquappen hier in Ruhe, Mann. So, da, da. Oh. In meine Mauer und raus bist du. Ihr wisst ja, meine Theorie. Immer erstmal dem rechten Weg folgen. So, da, da. Wo haben wir links? Haben wir links? Wir haben links? Ah. Marschieren wir einfach mal. So, beim ersten Mal kann man das doch eh nicht lösen, oder? So. Das war ein langer Weg. Boah. Der linke bringt mich ganz sicher wieder zurück und ich glaube der rechte auch. Wir müssen ja einfach immer. Der Trick ist einfach immer so weit wegzugehen, so weit wegzukommen vom Anfang, wie es geht. Schau ich an, weil wenn wir jetzt nach rechts gehen, dann führt er uns ja wieder hier zum Anfang. Das heißt, nach links. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. So, hier mal nicht so die große Auswahl, so wie es aussieht. Okay, wir sind schon wieder bei der Hälfte. Ist natürlich geil. So, geradeaus. Dann. Geradeaus oder links? Sagen wir mal. Ja. Nein, ich sehe da geradeaus. Ach, egal. Komm, gehen wir nach links. Ich glaube, ich war dumm, oder? So, was haben wir geradeaus? Rechts. Was ist denn hier? Hä? Okay.
Warum leuchtet da was rot zum einen? Und zum einen, was ist das hier? Watergate. Opening a value will release a large quantity of water. Open the value. The current received. Reversed. Okay, ich glaube, wir haben die Wege jetzt verändert. Die Richtung, wo das Wasser hier hinfließt. Müsste eigentlich echt zu nervig sein. Das macht ihr doch alles mit purer Absicht. So. Ich mach das aber auch mit purer Absicht hier. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt. Jetzt kommt der jedes Mal, oder was? So, also langsam Gott sei Dank, ja, Mann. Der ist ja auch nicht stark, Mann. Der hat auch so einen blöden Blick drauf. Super cool, Mann. Super cooler Typ bist du. Okay, also jetzt haben sich die Wege geändert. Also wenn wir zum Beispiel hier lang... Nein! Ich wollte da gar nicht lang. Ich wollte nur jetzt sagen, also jetzt können wir hier wieder zurück. Normalerweise hätte uns das Wasser in die andere Richtung gedrückt. Ja, mein Gott. Okay, da geht's wieder ganz zurück, da will ich nicht. Also gehen wir mal da lang. In der Hoffnung liegt die Kraft, in der Hoffnung liegt die Kraft, Mann. So, jetzt haben wir 8 Punkte. Okay, jetzt werden wir hier rausgeschwuppt. The current is gradually picking up speed. Hä? Ich dachte, wir werden jetzt wieder rausgeschmissen. Okay, nach links gehen wir nicht, weil nach links, glaube ich, führt es uns wieder zurück. Dann marschieren wir einfach mal hier weiter lang. Frostbeef, komm, mach's auf mich, Mann. Ich schiele dir jede Attacke, Mann. Ich glaube, Leute, irgendwie habe ich hier irgendwie einen Cheat aktiviert im Spiel, Mann. Ich kann mir doch echt nicht erklären, dass es eine ganz normale Standardfähigkeit gibt, die mir einfach sagt, hey, du kannst jedes Element blocken. Ich muss doch cheaten, oder? Ja, gehörst du, Pat, wenn das klappt, Mann. Ich rotte deine ganze Rasse aus, wollte ich dir nur mal angekündigt haben. Nur wegen deiner Scheißaktion, Mann. Reicht den Devour nach? Ich habe keine Devour-Fähigkeit. Du ätzender Scheißgänger, Mann. Curse mich da, Mann. Und ich bin zu faul, um Cursedi jetzt auszusuchen. Da muss ich 5 Minuten erstmal im Menü suchen, bis ich Cursedi gefunden habe. Deswegen machen wir hier Anti-Curse, Mann. Du Drecksgegner, Mann. Das ist eine miese Aktion. So. Geh mal da lang. So. Links oder rechts? Ja, okay. Hier haben wir nicht so die ganz große Auswahl. Ja, ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt unbegrenzt hier, oder? Der Zeiger geht ja wieder rückwärts. Okay, wir gehen nicht nach links, weil links führt uns definitiv wieder zurück. Geradeaus habe ich auch, führt uns auch wieder zurück. Da waren wir auch schon, also gibt es ja nur rechts als Option, Mann. Alles einfach immer ganz logisch bedacht. So, schwimmen wir weg vor denen. Nicht laufen, sondern schwimmen wir weg. So. Ich meine, beim letzten Mal haben wir uns ja bei dem Wasserrätsel eigentlich relativ, waren wir auch relativ schnell da. So, links wird uns auch wieder zurückführen, weil immer einfach so weit weg wie möglich vom Anfang. Das ist der Trick, Mann. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, wo spült uns das zur Hölle hin, Mann? Okay. Links wird uns wieder hier zum Anfang spielen. Dann sind wir wieder ganz am Anfang. Das. Aber hier. Da oder da. Geh mal da lang. Komm. Immer dem rechten Weg folgen. Das ist immer meine Motivation. So. Gut. So. Warum ich das eigentlich sage? Weil das aus irgendeinem Film ist. Also irgend so. Ich glaube, warte, was? Wie aus Inglourious Basterds, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Film, wo zumindest Hitler verarscht wird. So. Gut. Okay, wir haben es zwar nicht ganz gut gemacht, aber ich glaube, wir sind ein bisschen im Kreis gegangen, aber das lief schon halbwegs gut. So. Strange Objekt und... Obtain the Red Key. Nein, jetzt muss ich das ganze Wasserrätsel ja nochmal machen, oder? Muss ich jetzt ernsthaft das ganze gesamte Wasserrätsel nochmal machen? Das ist doch ein Dreck, Mann. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Obwohl, im Endeffekt werden jetzt die Pfeile so angezeigt, dass ich eigentlich denken kann, wo ich hin muss. Cooler Move von dir. Cooler Move. Echt spannend. Echt so saumäßig spannend. Okay, das ist natürlich scheiße. Stimmt, ich kann mich ja nicht einfach aus dem Dungeon rausporten, Mann. So ein Item wäre ziemlich geil. Porte geht zum Anfang des Dungeons wieder zurück. Okay, wir folgen jetzt einfach dem Pfeil, die wir gerade eben gegangen sind. Weil ich glaube, wir sind zwar ein paar blöde Wege gegangen, aber insgesamt war es relativ gut. So, da lang. Weil ihr seht, das Problem, glaube ich, aktuell ist... Ja, weil ihr seht, das ist der Anfang. Nein, jetzt hätte ich... Ich hätte hier die Abzweigung nehmen sollen. Oder warte, ich kann hier hin. In der Hoffnung liegt die Kraft. Nein, okay, ist ja Gegenstrom. Dann werden wir jetzt einfach den Weg, den wir hergekommen ist, 1:1 so zurücklaufen und dann müssen wir halt wieder diese Turbine machen. Die gibt uns ja irgendwie mehr Züge oder frag mich nicht was. Und dann geht es schon. So. Ein. Dann dahin. Random Encounters in Dungeon, die man schon begann. Oh, das sind immer meine Dinger, die mich hier cursen und Mamadou machen können. Das sind coole Gegner, die habe ich voll doll lieb.
Gegner in einem Spiel, den man schon lange besiegt hat, die sind scheiße. Wollte ich nochmal angemerkt haben. So. Jetzt muss ich schauen, bin ich... Ey, ich schaffe das doch unmöglich in 6 Zügen wieder zurück. Ich muss wieder zu dieser Wasserpumpe. Aber schaffe ich doch nicht hin. Aber okay, wir haben 6. Jetzt brauchen wir noch 2 Züge. Einen. Jetzt haben wir den 7. Oh, wir haben jetzt beim 8. rausgespielt. Ich hoffe mal nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Okay. Wir werden nicht rausgespielt. Sehr schön. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich dachte, wir wären jetzt beim 8. schon direkt rausgespielt. Okay, dann läuft das alles gut. Also, wie gesagt, wir haben jetzt den roten Schlüssel geholt. Nun müssen wir in die Vanguard-Basis und dort werden wir uns dem nächsten Bossfight widmen. Der wird um einiges härter, so wie ich das gehört habe hier. Wie gesagt, ich habe mir eine Lösung durchgelesen, wo die Bossfighter sind und was man für diese Bossfighter braucht, um sie zu erreichen. Mehr habe ich nicht durchgelesen. Ich habe nicht gelesen, genau halt, um was es geht, wer sie sind, was sie, okay, wer sie sind, weil halt der Name steht, das musste ich leider lesen, aber was sie für Schwächen haben oder so, ich meine, habe ich alles nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, zack, das ist der Bossfight und dort musst du hinkommen, weil auf Sucherei habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Wahrscheinlich werde ich je nach dem ersten Bossfight, der mich beim ersten Mal tötet, sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich meine, wäre King Frost auf einem höheren Level gewesen, der hätte uns vernichtet, Mann. Der hätte uns ungelogen vernichtet, Mann. Wir waren so schlecht, Mann. Ich war so schlecht auf den vorbereitet, Mann. Ich konnte ja nur hier meinen Extinctioner machen hier und ansonsten mal hin und wieder mal irgendwie Sunnydime, wenn ich mal wieder durchgekommen bin überhaupt dazu. Und ansonsten hat der uns ja wirklich vernichtet. Und deswegen habe ich echt Angst, was uns da noch für Bosse erwarten wollen werden. Und wenn ich noch einmal einen von diesen dreckshässlichen Kaulquappen sehen muss, ja, ich weiß, das ist Karpfen, wollte ich sagen, hier. Rochen sind, aber trotzdem, Mann, das ist für mich, ist das ein Karpfen, Mann. Das ist ein Karpfen, Mann. Dann lege ich mich langsam auf, Mann. Die kotzen mich gerade richtig an. Ich habe keinen Bock mehr auf euch, Mann. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, glaube ich. Genau. Du, schwimmen wir hier ganz entspannt raus, einfach weg. So, okay. Ist ganz schön anstrengend hier. Random Encounters in Dungeon, wo man viel zu überlevelt sind, sind scheiße. Servus, sage ich übrigens zu euch Vogeln. Servus. Servus einmal zum Hallo und Servus einmal sagen, ich gehe jetzt weg. Das ist typisch. Gut. Soll ich? Pixie kann ich angreifen. Pixie kann ich immer gut angreifen, weil wisst ihr wieso? Weil Pixie nach 3 Hieben down ist, Mann. Das gefällt mir. Okay, marschieren wir weiter. Jetzt kann man den Dungeon verlassen. Jetzt bräuchte ich ja ein großes Karma-Terminal, aber uns... Das lohnt sich jetzt auch nicht, weil das nächste große Karma-Terminal ist wahrscheinlich weiter weg als der Ausgang. Deswegen marschieren wir ganz entspannt hier hoch. Es ärgert mich echt, wir hätten uns den roten Schlüssel vor langer Zeit schon holen können. Dann hätten wir auch in die ganzen roten Barrieren des Karma-Tempels gehen können. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals den Karma-Tempel nochmal durchschreiten werde. Ich muss es zwar, um hier nochmal auf die höchste Plattform zu kommen und den Bossfight zu machen, weil natürlich die Entwickler gesagt haben, hey, wir stellen doch oben kein großes Karma-Tempel. Wer glaubt ihr, wer ich bin, wie hier Kamina aus Dings auf Gurren Lagann sagen würde? ein großer Stinker. So, servus, großer Stinker. Weil der Karma Terminal hat echt die unfairsten Gegner im Spiel, man. Nicht unbedingt stärksten, aber unfairsten einfach. Ich meine, Samael, Mann. Dieser drecksrote Drache, Mann. Ewer Jankatz, Mann, mit seinen Versteinern und negativen Statusattributen. Und er hat 2 Züge. Inzwischen hat ja jeder Gegner mindestens 2 oder. Wir haben ja bei diesem. Wie heißt der nochmal? Bei dieser Schlange da gesehen, die wir bekämpft haben. Anna Dwatka oder wie die auch immer hieß. Hier im Karma-Tempel haben wir gesehen, die hat ja 7 Züge gehabt. 7 Züge. Überlegt euch das mal. Hätte die nicht immer so doofe Aktionen gebracht, dann wäre es auch echt. Also hätten wir nicht Repel hier, den physikalischen Magie-Repel, dann wäre das ein sehr harter Kampf gewesen. Aber so. So, jetzt müssen wir nicht nach zu Emerbass. Nach Svatanistan müssen wir. Zu den Vanguards, da müssen wir mal wieder Hallo sagen. Hey, Vanguards, wir haben eure Basis ausgelöscht und euren Anführer getötet. Nicht getötet, Entschuldigung. Ich töte nicht, ich devour. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal schauen, wie es euch hier so geht, Mann. Ich kauf mir keine Items. Die Items in dem Scheißspiel sind einfach zu teuer, Mann. Ich gebe doch nicht 3000 hier von meinem Macker aus, Mann, was ich für gute Sachen gebrauchen kann. Nur dafür, dass ich ein paar Encounters gebe. Mein Gott, Mann. So. Kebantra, ich habe immer noch, glaube ich, nichts mit. Doch, ich habe mit Zerfass ausgerüstet. So, es dauert bei denen eh alle noch 100 Jahre. Ich hoffe, wir lernen den Dark Lord. Dann ist nämlich auch
sie immun gegen alle Magieattacken und das, hey, dann, wir werden immer überpowerter, Mann. Wir werden immer überpowerter. Das finde ich natürlich awesome. Überpowered zu sein ist immer das, was ich sehr gerne mag. Unterpowered zu sein ist schlimm. Überpowered zu sein ist immer awesome, Mann. Ich will keine Herausforderung. Ich will einfach gewinnen, Mann. Okay. Jetzt müssen wir irgendwo eine rote Barriere kaputt machen. Aber die Frage ist natürlich wieder, wo zur Hölle? So. Das war schon wieder ein harter Kampf, Mann. Oh, 5 Erfahrungspunkte, ja, Leute, Mann. Jetzt geht's aber richtig bergauf, oder? So, jetzt muss ich mal hier die Karte öffnen. Wir waren doch letztens mal wieder hier in dem blöden Dungeon. Stimmt, als wir uns getroffen haben mit dem... Da ist eine rote Barriere. Oh, wo ist die jetzt? Ja, wo ist denn die jetzt? So, da... Hey, warte, das hat ein B1. Da ist die rote Barriere, okay. Hier. Okay, vorm Speicherpunkt die Treppe nach unten. Also einfach geradeaus laufen, okay. Sollte schaffbar sein. Sollte irgendwie schaffbar sein. Also immer der Nase nach. Und dann hoffentlich können wir jetzt die rote Barriere kaputt machen. Und dann können wir hoffentlich weiter. Wollte mich an die Kisten hier vorbei. Nee, die Kisten hätte mal ruhig jemand wegräumen können. So. Gut, immer geradeaus und dann hier die Treppe nach unten und da war rote Wand. Ich kann mich da echt gar nicht mehr erinnern. Wir waren hier, als wir das erste Mal uns mit Lupo getroffen haben, waren wir hier und haben uns hier mit dem werten Herrn unterhalten. Aber da habe ich mich auch nochmal umgeschaut, Mann. So, ich würde, hier gibt's auch als Secret Boss eigentlich. Ja, aber. So, ja, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. So. Gut, genau. Die Treppe. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass da... Ich weiß noch, als wir hier hingegangen sind, Looper wieder getroffen haben. Ich konnte mich zur Hölle nicht erinnern, dass hier eine Treppe war. Das heißt, ich bin da echt in diesen Dungeon gelaufen, habe hier gelevelt, weil wenn der Maxi 1 sicher gemacht hat in dem Spiel, dann ist es gegrindet, bis ihm die Schwarte wegkracht. Und ich habe hier gelevelt und ich bin hier rumgelaufen. Ich kann mich einfach zur Hölle nicht erinnern, dass da eine Treppe nach unten war. Ich glaube, das haben die im Nachhinein hingebaut, Mann. Ist doch ganz sicher so, Mann. Bin mir ganz, ganz sicher. So, dann wenn es mir der hoch. 3 Gegner. Da braucht man 3 Hiebe, Mann. Das ist natürlich anspruchsvoll, Mann. Oh, 15 Erfahrungspunkte. Hey. Okay, früher hätte man für 15 Erfahrungspunkte hätte man sich darüber gefreut, Mann. Aber jetzt. So, okay. Oh, was erzählst du eigentlich hier? Red Bull, nowhere, the sealed the basement. Guys guarding him were trapped inside. Okay. Aber dafür habe ich ja meinen coolen Schlüssel, Mann. Komm. Bam, vernichten wir die. Ich weiß immer noch nicht, wer eigentlich diese roten Mauern und gelben Mauern und blauen Mauern aufgestellt hat. Aber gut. Machen wir kaputt. So, da. Was hast du dazu zu sagen? Regung Aperture, be careful. It's no rookie. Okay. Das hört sich natürlich wieder nicht so schön an. Startet direkt der Bossfight? Bitte würdest du mir doch sagen, bevor ein Bossfight startet, oder? Wow, don't get any closer. There's a guy locked away. We went crazy and wouldn't stop devouring people. He was delirious, going on about the Wicked King, then began eating his own allies. We need to isolate him. He dies in starvation. So, natürlich eine gute Idee eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Schauen wir uns kurz um, was es hier so gibt. Ich hoffe, ein Ausgang, das wird ziemlich cool. Schauen wir mal, ob es hier stärkere Gegner gibt. Shisha! Ziemlich geil, Mann. Shisha ist einmal ist eine meiner Lieblingspersonas aus Persona 4 gewesen. Den mochte ich immer sehr gerne, Mann. So. Leider auch nicht mal so ultra stark. Aber hey, 749 Erfahrung, 10.000 Macker, kann man sich gar nicht beschweren. Eigentlich sollte man erst den Bossfight machen und dann sollte man hier lang marschieren. Zack, zack, zack. Diese Affen hasse ich, Mann. Gegner, die Mamadun zaubern können. Ist das schon wieder so ein Zeichen, dass der Gegner Mamadun machen wird? Ich befürchte es fast. Ist echt, ey. Könnte echt ein Zeichen dafür sein. So. Okay, hier geht's eiskalt einfach weiter. Masio! So, dala, kein Problem. Wollen wir jetzt hier erstmal weitermarschieren oder wollen wir hier zum Bossfight gehen? Ich würde sagen, wir gehen zum Bossfight, komm. So. Oder ich würde sagen, wir öffnen einmal kurz die Tür. Schauen, was da ist. Sagen Servus. Hallo. Wo sind wir denn hier? Okay, ich muss mich doch mal kurz umschauen. Gibt's ja überhaupt nichts, oder? Cool. Nee. Gibt's was?
Diese Blob-Dinger. Ach komm, nein, nicht mein Skin. Scheiße. Alter! Standardgegner. Ich muss immer noch wieder sagen, immer wieder. Standardgegner, die Almighty Attacks können. Unfair, Leute. Hält sich eigentlich der Status-Attribut, den du gerade hast? Natürlich hält er sich, natürlich. Wieso sollte das dann nicht so aus? Dann ist das, glaube ich, so. Gut. Skill. Speicher mal und... You want to know why it is so dark? We tripped the breaker on B2 to activate the wall mechanism. It's inconvenient, but it's better than letting the guy escape. Okay. Ah, wahrscheinlich müssen wir sogar. Okay, gut, das macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal hier irgendwo hingehen, hier eine Sicherung oder sowas einsetzen und dann geht's erst weiter. Das ist gut möglich. So, ein großes Karma-Terminal, das ist aber lieb. So, speichern wir. Man kann nie zu wenig speichern. Zu oft speichern. Wo geht das bitte? Stell euch mal vor, ein Rollenspiel, also so ein japanisches Rollenspiel, wie Shin Megami Tensei mit begrenzten Speicherslots, Mann. Oh, Leute, Mann, das wäre krass, Mann. Du darfst irgendwie in diesem Spiel pro Dungeon einmal speichern. Ja, genau, Mann. Und dann sind die Gegner noch härter. Das wäre so lustig, Mann. Das wäre der Anfang. Würde ich sofort angehen, Mann. Und dann würde ich nach dem ersten Dungeon, würde ich dann auch gehen. So, rechts oder links, im ersten den rechten Weg. So. Drin. Es ist immer noch so dunkel. Ich sehe nichts. Ich habe Angst. Angela, rette mich. Ich sehe nichts. SpongeBob, es ist so dunkel. Ich kann nichts hören. Ach, Leute, Mann. Die gute alte SpongeBob-Zeit, Mann. Ich finde, es ist immer noch... Das ist das beste SpongeBob-Zitat. SpongeBob, es ist so dunkel. Ich kann nichts hören. Oder? Was gibt's noch für coole Zitate? Klaus. Hör auf, du machst ihm Angst. Ich habe Klaustrophobie. Klaus. Ach Leute, Patrick, der war eigentlich schon richtig geil, Mann. Der war eigentlich schon... Oder... Nicht! Ich heiße nicht Rick! Ach, SpongeBob, Mann. Ach, ich hoffe, das müsste eigentlich wieder im Fernsehen laufen. So, bevor es dann abgesetzt worden ist irgendwie in Amerika, weil man davon ausgegangen ist, dass das kleine Kinder schwul macht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber hey, die Amis halt. Aber Leute, SpongeBob war super, Mann. Immer noch super, Mann. Der Film ist immer noch einer der besten Filme überhaupt, Mann. Habe ich zufälligerweise auf Netflix gefunden, bis er wieder reingeschaut, Mann. Der ist so ultra lustig immer noch. Den kann man sich immer noch so gut anschauen. Jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser blöde Breaker ist, Mann. Ich nehme alles zurück. Was haben wir hier? Hat den Logic Cell. Okay, ja, mein. Mei, ja, wird schon passen. Basement 2. So, da. Ich hoffe, irgendwann wird es ein Shin Megami Tensei. Oh, warte, wer bist du denn? Yee, please don't eat me. Oh, it's you, sir. Don't scare me like that. Versteckt sich denn? Seit wann bin ich das, Sir? Ach, stimmt ja. Theoretisch müssen sich die Vengas mir anschließen, nachdem ich ihren Anführer getötet habe. Wir haben so viele Clans getötet und trotzdem haben wir irgendwie so wenig Mitglieder. Man nennt uns zwar alles Sir und so, aber irgendwie sind wir trotzdem irgendwie nie zahlreich, oder? Marschieren wir mal da lang. Ach, ihr blöden Schleimfropfen, Mann. Da habt ihr. Ich weiß schon, wie soll ich die Gegner bekämpfen, Mann. Da muss ich mir wieder neue Attack-Patterns... Oh, Black Ocean Ray, der ist ein geiler Gegner. Wenn du mich stunst, Mann. Wenn einer von euch mich stunt, Mann. Dann kämpfe ich. So lasse ich euch erleben. Aber hey, wenn mich einer von euch stunt, Mann. Ich frage mich eigentlich immer, das finde ich in einem Spiel eigentlich sehr interessant, Mann. Es gibt ja immer hier noch Gegner. Und theoretisch haben wir alle Vanguards ja, also sollten ja auf unserer Seite sein. Das sind dann die Vanguards wahrscheinlich, die vom Hunger hier besessen sind. Man kann sich ja Random Encounters echt logisch erklären. Und ich gehe jetzt mal davon aus. Ach komm. Scheiße, Mann. Jetzt müssen wir nochmal hochlaufen. Genau. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, also wenn man sich das hier alles logisch erklären will, dann sind Random Encounters, die hier halt sind, wie gesagt, Vanguards, ehemalige Vanguard-Mitglieder, die von ihrem Hunger übermannt worden sind. Die Frage, was ich mich aber immer noch frage und mir auch nicht logisch erklären kann, jetzt bin ich doch wieder ganz am Anfang, oder? Super. Da, und da geht's zum Karma Terminal, ja geil. Okay, hier können wir schon... Da müssen wir die andere Treppe mal hochgehen. Auf der anderen Seite. Das Einzige, was mich dann unglaublich stört, ist, was zur Hölle sind dann diese Wesen, die im Karma-Terminal sind. Wie können da besonders intelligente Wesen sein? Also, die hier Nachrichten aufnehmen können. Ich weiß ja eh nicht. Sind wir alle... Es kommt mir immer noch so vor, als wären wir alle... Also, wortwörtlich in einem großen Computerspiel. Also, klar, es ist ein Computerspiel, aber...
Es werden unsere Charakter in einem Spiel gefangen, weil hier Cyber-Schamanin, alles ist immer so ein bisschen digital hier. Es wird ja auch immer gesagt hier von, es wird ja auch immer geredet von so Sachen wie hier downloaden wir neue Mantras und so. Dieser Angel sieht für mich eigentlich auch aus wie ein Programm. Evil Kukong, Okonokushi, Seus Kokukunushi. Ich habe deinen Bruder Chuchu Lane alle gemacht, der sieht ähnlich aus wie der. Also, es gibt immer noch sehr viel Mysterien und ich hoffe, wenn wir irgendwann mal den letzten Bossfight angehen. Alter, ihr seht cool aus. Bekämpfen wir die? Okay, hätte ich mir ein bisschen spannender vorgestellt. Die sahen richtig cool aus, man da. Wollte ich die jetzt mal angehen. So, ja, 1000, Logic Tier 1000, Erfahrung, das ist ja akzeptabel, man. Seid ihr ganz gute Kerle, ihr seid ja super toll. So, jetzt muss ich irgendwann an den Schalter da auf der anderen Seite. Genau, das kennen wir noch mit der Vanguard-Basis. So. Dann langweilen mich wieder hier diese schwarzen Blobviecher. Und dann müssen wir jetzt hier einfach ganz einfach hier den Schalter drücken und dann müssen wir wieder runterlaufen. So. Genau, weil dann geht die. Ach was? Das ist Switch activated? Yes. Nothing happened. It seems to. Ach komm! Ja, was mache ich denn? Ach so, okay, da geht's nochmal weiter. Also, wir müssen wirklich erst diese Sicherung finden, auch bevor wir die Schalter aktivieren können. Das ist doch doof. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Mann. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus, Mann. Wo ist meine gute alte Vanguard-Basis? Kann mich nicht irgendwie mal begleiten hier, Mann? Irgendwie hier ein Führer spielen? Naja, gut. Dann halt nicht, Leute. Dann besiegen wir den noch schnell. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen ganz kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.